Moin, liebe Top-Familie draußen und liebe Fußballfreunde. Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf dem Kanal und zum Tippspiel des 30. Spieltags hier in der dritten Liga. Meine Lieben, der 30. Spieltag steht jetzt an, dann ist Länderspielpause. Wir spielen ja auf jeden Fall gegen die Niederlande. Ich weiß jetzt nicht, gegen wen Deutschland noch spielt. Ich bin auch auf den Kader gespannt. Zu diesem Zeitpunkt natürlich steht der noch nicht fest. Bin aber sehr, sehr gespannt. Ja, ich bin gespannt auf die restlichen Spiele. Wir haben eine tolle, interessante Konstellation. Darauf muss man einfach eingehen. Und ich freue mich sehr, diesen Spieltag aus bestimmten Gründen einfach zu tippen. Deswegen, ihr habt auf jeden Fall Sachen zu tun. Erstmal, lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und vor allem schreibt eure Tipps unten in die Kommentare. Und checkt auch gerne nochmal die Videos aus der zweiten Liga. Das kam vorhin und von gestern. Da kam das Tippspiel zur ersten Bundesliga mit Uwe gemeinsam. Also, das ist das Spiel, das steht an. Wir gucken aber nochmal auf den 29. Punkt, auf den 29. Spieltag und sehen folgende Punkte. 24 insgesamt. Also wir haben einmal einen Punkt geholt, weil ich die Tore von Viktoria Köln richtig getippt habe. Ansonsten 2x5, einmal 6, einmal 7. Bin ich sehr mit zufrieden, wenn ich ehrlich bin. Also 24 Punkte geholt, wie gesagt, Zwischenstand. Müssen wir nochmal drauf schauen. Aber wir haben einen neuen Tabellenführer. Es ist genau das eingetreten, was ich mir gewünscht habe. Ist ja nicht so, dass ich beim Spiel von Dresden, ich zwar leider keine Punkte geholt habe, bin ja auf 18,60 gegangen, und Regensburg hat tatsächlich unentschieden gespielt. Das ist so tatsächlich das, was eben das Wichtige ist, dadurch, dass Ulm aktuell Erster ist. Alles Weitere kennen wir in diesem Video. Deswegen, ich würde sagen, wir gehen rüber zum Tippen. Ihr wisst, was zu tun ist, eure Tipps unten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, beginnen wir mit der ersten Begegnung, die da heißt Waldhof Mannheim gegen Bielefeld. Ja, das ist eine interessante Begegnung, weil beide stecken im Abstiegskampf. Und beide haben zumindest gepunktet, wenn auch unterschiedlich. Denn Bielefeld, finde ich, hat sehr überraschend in Dortmund gegen Dortmund 2 2-0 gewonnen. Finde ich sehr überraschend, weil Dortmund 2 eigentlich so die letzten Spiele auch immer stabil war. Gehen wir aber auch nochmal ja danach dann darauf ein. Und Waldhof Mannheim hat gepunktet in Köln gegen Viktoria Köln. So, jetzt eben so die Frage, was macht man mit zwei Mannschaften, die da unten stehen? Denn Bielefeld ist 15. 33 Punkte, Waldhof Mannheim 17. 28 Punkte. Man würde mit einem rein theoretischen Sieg von Waldhof Mannheim bis auf zwei Punkte an Bielefeld rankommen. Und Bielefeld hat natürlich jetzt Big Points geholt, sind aber natürlich nicht weg. Vor allem, muss man sagen, haben die 5 Punkte Rückstand auf Ferl. In der Hinrunde hat Bielefeld 3-1 gewonnen. Wir gucken mal kurz auf Sperren. Da hat keiner von denen eine Sperre. Verletzte Spieler, glaube ich, hat jeder, glaube ich, gefühlt, bis auf immer so ein paar Ausnahmen, sage ich jetzt mal. Können wir also in dem Sinne, sage ich mal, theoretisch weglassen. So, jetzt ist wichtig, auch nochmal kurz zu gucken, wie ist denn jetzt insgesamt die Heim- und Auswärtsbilanz? Also, Mannheim, zu Hause 20 Punkte geholt, 5-5-5, also relativ ausgeglichen. Bielefeld auswärts 4-4-6, also die haben mehr verloren, haben aber trotzdem auch gut eben gepunktet. Platz 9 auswärts, aber das hat jetzt, finde ich, nichts zu heißen. Für mich ist das vom Gefühl ein unentschiedenes Spiel. Klar, Mannheim braucht die Punkte, Bielefeld möchte ebenfalls die Punkte. Ich glaube, es läuft auf eine Punkteteilung hinaus. Ich tippe 1-1. Also, sofern ich jetzt sagen will, Bielefeld hat jetzt gewonnen, die werden jetzt wieder gewinnen, oder Mannheim hat unentschieden gespielt, dann werden sie jetzt gewinnen, tue ich mich das schwer und bleibe hier lieber bei einem 1-1.
Gehen wir zur zweiten Begegnung. Hoffe ich mal, dass es noch nicht überspringt. Lassen wir es mal kurz. Wir lassen es mal so. Dann springt es wieder über. Lübeck gegen Regensburg. Ja, wir sprechen hier über Platz 19 mit Lübeck und Regensburg ist Platz 2. Ja, also was können wir zu den beiden Mannschaften sagen? Lübeck steckt natürlich eben im Abstiegskampf. Lübeck hat jetzt 3-0 verloren in Freiburg, während Regensburg eben unentschieden gespielt hat gegen Ingolstadt. Sperren, gucken wir mal kurz drauf. Ist hier irgendwie was? Nein. Verletzte Spieler, sage ich mal immer, ja, sind immer so ein paar. So. In der Hinrunde war dieses Spiel ein 2-1 für Regensburg. Das war ja eines mit der Spiele, wo ja Regensburg diese Serie aufgebaut hat. So. Jetzt spielt man wieder gegeneinander. Und eins muss man sagen, wenn wir jetzt mal auf die Tabelle schauen, der Rückrunde. Es gibt ja eine gewisse Rückrundentabelle. Sieht man, hat Regensburg von 30 möglichen Punkten 12 geholt. Das ist sehr, sehr schwach. Das muss man ganz klar sagen. Also das ist wirklich schwach. Die haben deutlich in dem Sinne Punkte verloren. Die hatten einen guten Vorsprung, insgesamt ein gutes Polster, haben aber wenig Punkte, wirklich. Wirklich wenig Punkte bislang nur in der Rückrunde geholt. Dresden aber genauso. Aber kommen wir auch noch zu. Lübeck braucht natürlich die Punkte im Abstiegskampf. So, und natürlich ist es jetzt schwer aus meiner Sicht, hier einen Tipp abzugeben. Denn einerseits sage ich jetzt so für mich in dem Sinne, wenn ich auf Regensburg gehe und eigentlich müssten die das gewinnen, sind das sichere Punkte. Ich sag mal, eigentlich kann man immer auf gewisse Mannschaften tippen, dann gibt's Punkte. Lübeck kämpft aber auch, das darf man eben nicht vergessen. Jetzt am letzten Wochenende aber eben 3-0 verloren, auswärts und davor zu Hause gegen Saarbrücken 0-0. So, gegen eine Mannschaft, die weiter oben steht, haben sie 0-0 gespielt und gegen eine Mannschaft unter ihnen haben sie verloren. Finde den Fehler. Wisst ihr, was ich meine? Also, also ich muss hier auf Regensburg gehen, das ist klar. Und ich werde auf ein... Ich bin jetzt mal mutig. Ich gehe auf ein 1-3. Ich bin mutig. Regensburg ist eigentlich nicht stark aktuell. Aber die müssen auch aus dem Loch wieder raus. Kommen wir zum nächsten Spiel, das da heißt... Aue gegen Viktoria Köln. Interessante Begegnung. Aue aktuell Platz 10 und Viktoria Köln Platz 12. 3 Punkte trennen beide Mannschaften. Viktoria Köln würde also gleichziehen punktemäßig mit Aue. Aue, unangenehme Mannschaft, darf man absolut nicht vergessen. Aue jetzt aber verloren auswärts. Davor haben sie das Heimspiel verloren. So, aber auch gegen starken Gegner. In der Hinrunde war es ein 2-2. Wir gucken auch nochmal kurz auf Viktoria Köln. Jetzt 2-2 zu Hause gegen Waldhof Mannheim. Und davor haben sie 3-1 in Ingolstadt gewonnen. Ist hier irgendwie... Nee. Irgendwie, sage ich, habe ich gerade wieder geguckt, irgendwie eine gewisse Sperre oder irgendwie so. Nein. So, das heißt, ich muss hier in dem Sinne nach Bauchgefühl gehen. Aue zu Hause... Jetzt nochmal kurz interessant. 8-2-4. Viktoria Köln auswärts. 8-2-4. 3-5-6. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass Aue gewinnt als unentschieden oder Sieg Köln. Ich gehe hier auf einen Heimsieg von Aue, gehe aber nur auf ein 2-1. Auf ein knappen Heimerfolg. Machen wir weiter mit der nächsten Begegnung. Dynamo Dresden gegen den SSV Ulm. Der SSV Ulm ist einfach aktuell Tabellenführer. Holy shit. Immer noch in diesem Jahr ungeschlagen. Und spielt jetzt gegen Dresden. Das ist ein absolutes Topspiel jetzt am Samstag. In dem Sinne kurz vor der Länderspielpause. Das ist ein wichtiges Duell für beide Mannschaften. Dresden... Unruhe, klar, man hat jetzt gewonnen gegen 1860 mit 2-1, aber trotzdem insgesamt gesehen,
sehr viel Unruhe. Man will aufsteigen, man möchte wieder in die zweite Liga. Aber ich sag mal, es gab da natürlich auch in den letzten Wochen sehr, sehr viele unschöne Szenen, was ich auch in Videos gesehen habe. Ulm spielt starken Fußball. Die haben jetzt Sandhausen geschlagen. Sandhausen, die auch auf dem Vormarsch waren. Und was Ulm leistet, finde ich, ist absolut geil. Wirklich absolut geil. Das Ding ist, was ich auf jeden Fall gesehen habe, ist, dass Ulm auf jeden Fall auf zwei Spieler verzichten muss. Nämlich auch einmal auf Strumpf und einmal auf Philipp Meier. Die sind beide gelb gesperrt jetzt. So. Das ist so ein bisschen eben dann das Problem mit dabei. In der Hinrunde war dieses Spiel ein 3:2 Erfolg für Dresden. Also, so leid es mir tut, beim besten Willen kann ich hier nicht auf Dresden gehen. Also, höchstens könnte ich mir noch ein Unentschieden vorstellen. Da bin ich ehrlich. Also, das kann sehr gut hinkommen, dass es ein Unentschieden wird. Aber genauso gut kann es auch eben sein, dass Ulm weiter auch gewinnt und damit Boden gut macht auf Dresden. Denn wenn wir mal auf die Punkte nochmal kurz schauen, ist es so, Ulm hat 54 Punkte, Dresden 53, gewinnt Ulm, haben die 57 und haben so 4 Punkte Vorsprung auf Dresden, die aktuell ja halt eben auch nur Dritter sind. Dresden spielt aber zu Hause, das darf man nicht vergessen. Das darf man nicht vergessen. Boah, Unentschieden oder Sieg Ulm. Ich wünsche mir eher, dass Ulm gewinnt und deswegen sage ich, ist es die Retourkutsche und Ulm gewinnt diesmal 3:2. Aber zur nächsten Begegnung. 1860 München gegen Preußen Münster. 1860, ich hoffe natürlich, die holen auch noch gut Punkte, ist möglich, aber wir sprechen hier über eine mittelstarke Mannschaft aktuell in diesem Kalenderjahr. Preußen Münster, 49 Punkte, sind in dem Sinne stärkste Mannschaft in der Rückrunde. Kein Spiel verloren in diesem Kalenderjahr, plus auch noch in dem Sinne den 20. Spieltag in dem Sinne noch aus dem letzten Jahr, so gesehen der erste Spieltag der Rückrunde, bislang in der Rückrunde kein Spiel verloren. Aktuelle Bilanz heißt 7 Siege und 3 Unentschieden. Die haben von 30 möglichen Punkten 24 geholt. Ich finde, das ist absolut krass, was Preußen Münster aktuell leistet. In der Hinrunde war dieses Spiel ein 1:1. Und natürlich ist es theoretisch möglich, muss man sagen. Das Ding ist aber, dass Preußen Münster aktuell mir zu stark ist. Preußen Münster spielt guten Fußball. Jetzt am letzten Spieltag hat Preußen Münster auswärts in Aue 3:2 knapp gewonnen. Das heißt, man merkt, es ist natürlich auch eben knapp. Und wenn man 18 München kennt und man sich so die Ergebnisse anschaut, jetzt eben, und nee, warte, ich war am falschen Spieltag. Am letzten Spieltag hat Preußen Münster 1:0 gegen Halle gewonnen. Ich war am falschen Spieltag, tut mir leid. Dresden hat ja jetzt nur knapp 2:1 gegen 1860 gewonnen. Und davor war es eine 1:0-Niederlage von 1860 zu Hause gegen wen? Gegen Ulm. So. Und jetzt spielt man gegen Münster. Ich tippe aber das gleiche wie gegen Ulm, wie das Spiel ausgegangen ist. Ich werde 0:1 nur tippen. Aber zum nächsten Spiel, das da heißt Duisburg gegen Saarbrücken. Ja, interessante Voraussetzungen. Duisburg ist halt eben auf Platz 18, wollen nicht absteigen. Ich sag mal, natürlich ist die Chance immer noch da, aber es ist trotzdem schwer. Auf der anderen Seite haben wir Saarbrücken. Und Saarbrücken, da müssen wir jetzt eine Sache berücksichtigen. Heute, genau heute Abend, findet das Pokalspiel gegen Gladbach statt. Heute ist in dem Sinne das Wiederholungsspiel im DFB-Pokal. Und das ist hier wichtig mit zu berücksichtigen. Saarbrücken möchte weiter und ich hoffe auch, die kommen gegen Gladbach weiter. Also ich drücke enorm Saarbrücken die Daumen. Die haben Bayern geschlagen, die haben Frankfurt geschlagen. Die sollen jetzt auch Gladbach schlagen. Jedenfalls, Duisburg kämpft und Duisburg will punkten. Saarbrücken hat jetzt am letzten Spieltag ebenfalls 0:0 gespielt in Lübeck. Lübeck ist für mich
Ja, eine schlechtere Mannschaft ist jetzt schwer zu sagen und ist auch immer blöd, eigentlich sowas zu sagen. Aber zumindest tabellarisch stehen sie eben schlechter da als Duisburg. In der Hinrunde war dieses Spiel. Bin ich irgendwo falsch raufgekommen? Wartet mal. Wo? Da, war 0-0. Entweder ist das ein Unentschieden-Spiel oder Duisburg wird knapp gewinnen. Das sage ich schon mal so, wie es ist. Ein Gefühl sagt mir, das wird wieder ein Unentschieden. Tut mir leid, Duisburg. Ich gönne euch auch gerne Punkte, so ist es nicht. Ich tippe hier aber 1-1. Kommen wir zum nächsten Spiel und so gesehen, ja, zeitlich gesehen zum Topspiel dann vielleicht in der dritten Liga, nämlich Halle gegen Freiburg 2. Halle hat jetzt am letzten Spieltag 1-0, nein, das ist schon wieder falsch. Halle hat am letzten Spieltag doch 1-0 in Münster verloren. Und Freiburg 2 hat sage und schreibe 3-0 gegen Lübeck gewonnen. Freiburg 2 mupft so ein bisschen auf. Mupft auf, sagt man das nicht? Halle ist so ein bisschen in Gefahr. Halle gerät jetzt so ein bisschen in den Fokus für die von den Mannschaften da unten. Bielefeld wird auch interessant. Also ich glaube, am Ende läuft es darauf hinaus, dass Bielefeld, Halle, Waldhof Mannheim, Duisburg, Lübeck, Freiburg 2. Freiburg 2 ist ja deutlich abgeschlagen. Deswegen sage ich nämlich mal Freiburg 2 raus und auch Lübeck schon. Aber ich glaube, Bielefeld, Halle, Mannheim und Duisburg, ich glaube, diese Mannschaften sind es, die am Ende noch kämpfen um den direkten Nicht-Abstieg und Abstieg. Und wenn ich die beiden jetzt vergleiche, Halle, wie gesagt, jetzt verloren und Freiburg 2 gewonnen. Die Form von Freiburg 2 ist deutlich besser. Deswegen glaube ich schon, dass Freiburg 2 hier sogar gewinnen kann und gehe auf einen knappen 1-2 Erfolg für die zweite Mannschaft des SC Freiburg. Kommen wir zu den Sonntagsbegegnungen und sprechen über Rot-Weiß Essen gegen Dortmund 2. Dortmund 2 macht es ja eigentlich gut. Aber jetzt hat man so die letzten Spiele so ein bisschen wieder, ein bisschen schlechter gespielt. Jetzt gegen Bielefeld sehr überraschend, wie ich finde, verloren. Davor hat man ja auch verloren in Duisburg. Davor dann eben in Unterhaching gewonnen. Also ich sag mal, einen Punkt müssen die auf jeden Fall mitnehmen. Essen ist nicht weit weg. Könnte man theoretisch als Derby bezeichnen, wenn man ehrlich ist. In der Hinrunde war es ein 2-1 Erfolg für Dortmund 2. So, Dortmund 2 immer noch drittbeste Mannschaft, wenn man sich nur die Rückrundentabelle anschaut. Bäm, 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 bäm. Dortmund 2, Essen. Essen macht es insgesamt gut. Sind eine gefährliche Mannschaft, die darf man auf keinen Fall unterschätzen. Ich glaube aber nicht, dass Dortmund 2 gewinnt. Mein Gefühl sagt mir, das wird ein 2-2, das wird ein Unentschieden. Also vielleicht täusche ich mich da. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich das getippt habe. Essen hat jetzt unentschieden gespielt. In Ferl, Dortmund 2 verloren. Ich bleibe beim Unentschieden. Kommen wir zum vorletzten Spiel. Da heißt Sandhausen gegen Unterhaching. Ja, beide stehen okay da. Sandhausen hat natürlich immer noch Chancen aufzusteigen. 45 Punkte, ist aber ein bisschen weiter weg. Unterhaching ist vielleicht ein bisschen näher dran mit 46 Punkten. So gesehen jetzt. Also auch Unterhaching spielt eine starke Aufstiegssaison. Sandhausen ist natürlich personell stärker besetzt. Bin jetzt auch gar nicht mehr auf Sperren oder so eingegangen, aber da habe ich auch schon eigentlich alles durch, bis auf eine Mannschaft. Aber ja, das ist natürlich bitter, aber so in dem Sinne jetzt, da kommen wir gleich noch zur letzten Begegnung. In der Hinrunde war das ein 0-0. Ich glaube, es wird hier eine Mannschaft gewinnen. So, Sandhausen hat jetzt gegen Ulm verloren. Ulm, die ultra stark sind. So, jetzt spielt man gegen Unterhaching. Ich könnte mir vorstellen, dass Sandhausen jetzt zu Hause gewinnt. Knapp. Unterhaching könnte genauso gewinnen. Aber Sandhausen ist wieder zu Hause. Ich gucke lieber nochmal. Sandhausen ist wieder zu Hause ein bisschen stärker. 7-4-3. Unterhaching ist die zweitstärkste Heimmannschaft, nun meinst du. 7-4-2. Unterhaching 4-4-5.
Auswärts 4-4-5, 4-4-5. Boah, ich fühle halt kein Unentschieden, das ist da gerade das Problem. Ich fühle halt kein Unentschieden. Wie hat Unterhaching jetzt nochmal am letzten Spieltag gespielt? Wartet mal eben, Unterhaching hat 1-0 gegen Duisburg gewonnen. 1000 verloren. Ich jetzt mit der Meta oder nicht mit der Meta? So in dem Sinne jetzt. Komm, 1-0 1000. Man sollte auf sein Bauchgefühl hören. Und dann kommen wir zur letzten Begegnung und sprechen nochmal über Ingolstadt gegen Erl. Ja, Verl ist auf Platz 14, haben ein gutes Polster zu den Nicht-Abstiegsplätzen oder eben zu den Abstiegsplätzen, also die belegen ja nicht Abstiegsplatz. Ingolstadt auf Platz 11, 41 Punkte. Also rein theoretisch kann Verl punktemäßig mit Ingolstadt gleichziehen. Ingolstadt in der Rückrunde ein bisschen schwach unterwegs, also nur 10 Punkte aus 10 Spielen. Die war mir in der Hinrunde deutlich stärker. Also das ist natürlich, finde ich, sehr, sehr bitter. Wir sprechen aber auch über Verl, die bislang auch erst 8 Punkte in der Rückrunde jetzt geholt haben. Ingolstadt spielt zu Hause und ich glaube, zu Hause sind die da auf jeden Fall stärker. 7-4-3 zu Hause, 7-4-3 und Verl 7-4-3, 5-3-6. Also ich würde hier jetzt mal mutig auch mal wieder auf Ingolstadt gehen. Ich sage, die werden es gut machen und schaffen ein 3:1 gegen Verl. Das sind meine Tipps hier für den 30. Spieltag. Und so sieht für mich die Tabelle aus. Was sind eure Tipps? Schreibt sie sehr gerne unten in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wie gesagt, jetzt ist Länderspielpause. Nächste Woche gibt es einen Ersatz am Montag und Dienstag. Deswegen, ihr wisst, was zu tun ist. Lasst einen Daumen nach oben da, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und vor allem schreibt eure Tipps unten in die Kommentare hin. Checkt auch nochmal die anderen Tippspielvideos aus. Und wir sehen uns dann zu anderen Videos wieder. Und bis dann bleibt mir noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Topfamilie und Fußballfreunde da draußen. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Und tschüss.